Ja, hallo. Willkommen zurück. Wollonrunde bei Cyberpunk 2077. Ich weiß ja nicht, wie ich beim letzten Mal stehen geblieben. Ich glaube, ich hatte einen Anruf gekriegt von... jetzt habe ich doch gleich ihren Namen vergessen. Jade? Wie ist die Jade? Muss ich am besten gleich mal im Journal gucken. Ach, das ist Ghost. Nee. Sprich mit Woke. Was ist das denn? Was ist das? Boost halt now? Was kennst du den Ausbruch? Und dank ist halt Weltenlohn. Ach, so eine Mission, ne? Na, dann machen wir auch gleich die. Beim letzten Mal hier noch nebenbei Kram gemacht. Kann man jetzt wohl ein bisschen was halbwegs vernünftig spielen. 750. Dann kommt nicht mal was zum Fahren. Wollen wir mal. Ja, Radio an. Echt jetzt? Der übelste Panzer, das Teil. Was ist für eine Strecke? Hey. Na, ganz ehrlich, was ich die Straßen ausgedacht hat, der hat auch ey, komplett an der Waffel. Wenn ich mir vorstelle, gibt es noch Straßenrennen, machst du dich ja madig. Judy, ich komme. Was macht ihr zwei hier so? Ja, mal gucken, was Judy für mich hat. Was ist denn jetzt? Ach so. Oh. Du rettest der Kleinen den Arsch und ihr fällt nichts anderes ein, als sich zum Dank umzubringen. Halt dein Maul! Ich war nur eine Stunde weg. Tja, das ist jetzt natürlich doof. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich sag doch, er lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Gib dir nicht die Schuld daran. Das bringt nichts. Ich hätte merken müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Hey, du konntest sie ja nicht rund um die Uhr bewachen. Sie hat sich so entschieden. Hätte so oder so einen Weg gefunden. Mit Sicherheit. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich sag doch, er lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Hast du den Puls gecheckt? Wie? Sie ist tot. Das wir müssen irgendwas machen. Ich will keinen Ärger. Ich rufe die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Na ja, komm. Toll, das ist die ganze Mission, die ist für den Arsch gewesen. Ach,
Ein Schmähchen. Warum machst du so einen Blödsinn? Ja, ich muss einen Unfall tot melden. Northside, Jackson Street. Nein, keine unmittelbare Gefahr. Ein Selbstmord. Nein, heute! Was ist an dem Wort Tod so unverständlich? Nein, sie wurde nicht vom Traumateam für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Super! Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt! Mhm. Die haben auch keinen Bock zum Helfen, oder was? Sie sind gleich hier. Meint nicht, soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Willkommen in Night City, wo deine Adresse mehr über dich sagt als alles andere. Wir hätten nie herkommen sollen. Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Natürlich warte ich draußen. Mach die Tür zu, wie. Bitte. Wie denn die? So. Ja, das ist jetzt natürlich eine doofe Situation. Hast du eine Kippe? Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Na, okay. Okay, hier. Das war ihr Kippen-Etui. Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalt es. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Evelyn, ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Bleib stark, Judy. Lass dich davon nicht runterziehen. Weißt du, lass uns jetzt lieber gar nichts sagen, okay? Ihr Zustand. Ich konnte an nichts anderes denken. Ihre Tech war sauber, der Puppenchip funktional und unbeschädigt. Es muss also psychologisches Trauma gewesen sein. Hab in ihren Virtus nachgesehen und Woodman gefunden. Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Ja. Was hat Woodman mit dir angestellt? Hast du es gesehen? Ja. Und ich wünschte, ich könnte es löschen. Warte, du hast mehr Aufnahmen gefunden? Hab mir die Defekten nochmal angesehen. Viel Gerausche. Schwer, da was zu erkennen. Aber dann stieß ich auf ein Echo unseres Streits. Bei unserem letzten Treffen. Aber ich wusste, dass sie den nicht aufgezeichnet hat. Aber warum war es dann eine Virtu? Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht hat sie sich erinnert. Und wiedererlebt. Das Implantat war vielleicht an... Du weißt schon, als Abwehrmechanismus.
Flucht in die Vergangenheit, um der Gegenwart zu entkommen. Wusste nicht, dass der Kerl so ein Monster war. Sah aus wie ein schmieriger Durchschnittstyp. Alles nur Fassade. Ich kannte ihn, wusste aber auch nicht, dass er so krank im Kopf ist. Irgendwas muss ich doch tun können. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Sus an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Sicher, dass du nichts brauchst? Nein, aber lieb, dass du fragst. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay? Tja, das ist jetzt eine richtig dumme Nummer. Ganz offen. Nee, wir treiben musst, um die Olle zu befreien, und dann so ein Käse. Yeah. Das ist doch scheiße. Ach nee, das ist jetzt doof. Gut, was haben wir denn hier noch so Schönes? Erstmal noch ein bisschen Kleinkram, oder? Was ist das hier? Disco Closure. Guck mal da rein, ja. Ach, da ist es ja gleich. Wie? Du bist doch Wie, oder? Hast du die Datenbank gefunden? Du siehst ja prächtig aus. Das Traumateam hat dich also ruckzuck wieder zusammengeflickt. Ja, bin so gut wie neu. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten sie garantiert nichts mehr zum Zusammenflicken gehabt. Dafür habe ich mich nie richtig bedankt. Sag mal, war da nicht noch jemand bei dir? So ein großer Typ? Wenn du ihn siehst, dann grüß ihn bitte mal von mir. Marie. Ja, ich habe gesagt, also, Fliege, die im Kopf Jackie geht mir ab. Ist tot. Oh nein. Schrecklich. Aber doch nicht meinetwegen, oder? Nein. Arasaka hat ihn umgebracht. Kurz nachdem wir dich gefunden hatten. Jackie war viel zu cool, um sich irgendwelche Gefühle anmerken zu lassen. Aber er wäre sicher froh, dass du dich an ihn erinnerst. Naja, was zählt ist, dass wir noch leben. Wo waren wir stehen geblieben? Die Datenbank. Hast du sie? Du willst es wirklich wissen, was? Du rätst nie, wo sie war. Das war eine richtige Scav-Jagd. Sandra? Bist du da? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nach dem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Hör mal, du bist Platin-Kundin beim Trauma-Team. Besser geht nicht. Ich bin mir sicher, der Sig-Hammer-Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scavs nächstes Mal ausdenken. Naja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Willst du darüber reden? Ach, schon gut. Bring einfach die Datenbank in mein Apartment. Ich schick dir gerade die Adresse. Danke. Okay. 400 Meter? Ne, das seht ihr noch. Oh, wo ist mein Motorrad eigentlich? Ja, komm, bloß nicht mehr. Ja, dann gucken wir doch da jetzt vorbei. Thank you.
Na, ich muss doch alle da sein. Genau, lass mich mal, ja, dabei. Oh, Alter. Was aber ein echt hässliches Outfit. Was ist das hier? Gulei? Genau da. Beleidigt. Ich frag ja nur. Hab in letzter Zeit ein paar Überraschungen. Aber nicht mit der Ausrüstung. Woher sollte ich denn wissen, dass ihr für die Tigers arbeitet? Hat mir jetzt. Keine Überraschungen mehr. Das ist einmal. Nicht mal eine Glatze in dem Ding. Oh, ist ja furchtbar. Ich bin doch schon hier durch das Spiel etwas verwöhnt. Dass wir überall Fernseher sind zum Gucken. Muss man sagen, so die ganzen Bildgestaltungen sich echt viel Mühe geben. Okay, cool. Qualmt ja noch. Sandra, ich bin's, wie? Ich hab deine Datenbank. Sandra, bist du da? Bist du allein? Ist dir jemand gefolgt? Was glaubst du denn? Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Die Scavengers? Nein, ich denke da eher an... Ach, ist auch egal. Hast du die Datenbank? Nette Bude hast du hier. Geschmackvoll. Danke. Wenn es nicht die Scavs sind, wer dann? Hör mal, ich bezahle dich nicht dafür, dass du mir persönliche Fragen stellst. Du hast damit angefangen. Außerdem habe ich dein Leben gerettet. Zählt das nichts? Das zählt. Und dafür wurdest du bezahlt. Tu nicht so, als wäre das eine große Sache für dich. Also, wo ist die Datenbank? Naja, ganz schön intensibel. Hier, keine Angst. Ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Hab ich das? Bin mir nicht sicher. Na gut, du hast mich erwischt. Ich hab reingesehen und ich weiß alles. Dachte ich's mir doch. Und was kommt jetzt? Nichts. Ist mir doch egal, was du in deiner Freizeit machst. Ist ein freies Land, oder? Das wollen sie dich glauben machen. Du hast ja keine Ahnung. Naja, ich werte deine Gleichgültigkeit mal als guten Willen. Das war dann alles. Danke. Bis irgendwann dann. Nee, das war's jetzt alles. Ich dachte, ich kriege hier eine übelste Mission jetzt hier hingestellt. Na gut. Will ich mich nicht zu sehr beschweren. Was machen wir? Ich noch etwas Schönes rum? Nö. Na gut. Und wieder Fahrstuhl fahren. Ach ja. So, sprich mit Rogue. Ich weiß ja nicht, will ich jetzt schon eine neue große Hauptquest anfangen? Obwohl, ich habe ja die hier noch. Das ist ja halt die, die ich vorhin angefangen habe, oder? Was haben wir hier noch? Gibt's da noch ein bisschen Scheiß? Beast in Me. Gucken wir noch da mal noch. 2,8 Kilometer, das ist aber sehr weit weg. Da habe ich jetzt natürlich keinen Bock zu fahren. Scheiße, wo ist denn hier die nächste? Oh, Leute. Wo ist denn die nächste da in der Nähe? Die
Na, überhaupt mich nicht, überhaupt mich nicht. Ah, hier, alle Schuppen. Der braucht auch wie so ein Henker. Mann. Ach stimmt, ich habe ja jetzt Doppelsprung. Cool. Ziel wählen. Ich möchte irgendwie... Och, das ist ja schön. Und eine Strich in der Nähe. Okay, das ist mal so richtig kacke. Ach, Manu. Didit. Wo ist mein Motorrad? Hey. Steuerung von den Fahrzeugen dürfte echt ein bisschen schöner sein. Steuert sich erst so schwerfällig. Die machen dafür ihre eigene Schießerei. Was geht denn jetzt? Oh, toll, heißt, ich bin ja noch nie nicht lang gefahren, das ist toll. Na gut. Habe ich es halt jetzt. Keine Gerechtigkeit, keine Gnade. Komm schon, Baby. Achso, jetzt brauche ich so abgelenkt von dir da draußen, die ihre Schießerei. Der Tag ist einfach nur scheiße. Hast du was vergessen? Total auf. Raus hingucken. Was ist denn hier? Irgendwie nervig, dass sie da draußen nicht so rumballern. Das ist ja die Körperkeks. Ah. Schön plündern hier alles. Claire? Unterm Wagen. Kram. Einfach nur ein Haufen Kram. EMP, gut. Was haben wir hier? Hey Claire, fette Maschine. Du kennst dich aus und hast Geschmack. Darf ich vorstellen? Die Bestie. Bier ist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Mich? Das ist auch freundlich. Was ist das für ein Rennen? Irgendwelche Regeln? Nicht viele. Man fährt zu zweit. Fahrer und Schütze. Oh. Und was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut, fahre aber keine Rallyes. Ich hoffe, du hast es drauf am Steuer. Du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Keine Sorge. Hab schon viele Runden gedreht. Und dein letzter Fahrer? Aufgehört? Kann man so sagen. Ist letztes Jahr bei einem Rennen gestorben. Tut mir leid. Na toll. Naja, komm. Okay, Claire. Du hast einen Fahrer. Okay. Es sind 4 Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo. Und das letzte in Watson. Was springt dabei für uns raus? Die ersten kriegen Geld. Wenn wir gewinnen, teilen wir 50-50, okay? Ab jetzt schon Gänsehaut.
Na komm. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens 2 Rennen unter den Top 3 sein. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Wir sehen uns dort. Na klasse. Rennen fahren, das ist ja voll nicht meins. So, jetzt haben die mich ja die ganze Zeit mit ihrer Schießerei dahin gehabt. Was will Regina schon? Hey, es gab scheinbar ein Blutbad in einem Obdachlosenlager. Ich schick dir mal die Infos, aber viel habe ich nicht. Wahrscheinlich war das ein Cyberpsycho. Lass ihn bitte am Leben, okay? Interessant. Ach so. Okay, jetzt bin ich ja auch bloß drin gestolpert. Das war jetzt eigentlich mein Plan. Vor allen Dingen, lass ihn am Leben. Ja, es wirkt jetzt hier schon so unheimlich. Das gefällt mir irgendwie nicht. Oh, ich weiß doch nicht mal, was los ist, Mann. Oh, was schießt du da auf mich? Oh. Was war denn das? Das Maschinen? Das bewegt sich ja auch nicht. Kommt tatsächlich irgendwelche Maschinen. Oh, Mann, was ist denn jetzt schon mal noch? Nein. Oh, nervtötendes Vieh. Was ist das jetzt, oder muss ich noch etwas finden? Ein bisschen Plunder mitnehmen. Hin und die ganzen kaputten. Da war noch was. Aha, okay, gut. Unter der Brücke. Keine Gerechtigkeit, keine Gnade. Ja, aktualisiert, was müsst ihr denn jetzt machen? Mensch, dass man das mal extra auswählen muss. Kacke. Hey. Diese Nachrichtenschickerei finde ich ätzend. Hätte man das nicht anders lösen können? Hey. Aufstellung! Bis dann. Bei wie? Denk dran, die Medien lügen. Ach so, oh, ich muss hin. Das meine ich, unnötig kompliziert. Vagina. Muss ich jetzt mal erst hier irgendwo im Menü rumkrauchen.
Rekruten für was? Das ist wie in guten alten Zeiten. Ja, Rekruten, beweis dich mal. Für aushalten habt ihr Jungs jetzt hier nicht. Okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ordnung geschaffen. Was ist da? Warte, bis der dich nach einem Tag kontaktiert. Okay. Das würde bedeuten, ich könnte auch eine Runde pennen gehen. Oder? Haben wir hier gerade noch etwas Schönes in der Nähe? Was ist denn hier? Noch eine Mission. Ich will gleich hier zerbatzen. Ich drehe sehr hoch. Sehr hoch. Wo kommen denn jetzt die ganzen Aufträge her? Die waren noch vor kurzem noch nicht da. SOS. So noch. Wie viel habe ich denn bei der überhaupt noch frei? Ach nee, ist die auch nicht. Ach da. Regina! Oh, er hat auch noch ein paar Scheißen. Aber ansonsten habe ich hier oben erstmal ein bisschen abgearbeitet. So, in welchem Gebiet graue ich denn jetzt schon wieder rum? Noch ein Psycho. Probiere ich den gleich? Oh, hinten gleich drei, vier. Oh, jetzt noch? Ganz schöne Menge. Na komm, den einen hole ich mir. Habe ich nicht mehr Motorrad eben noch irgendwo? Da. Den einen hole ich mir. Ich muss eben ein paar Schnellreisestationen freischalten. Ich hoffe doch mal nur, dass hier auch ein paar weg sind. Tatsächlich jetzt hier keine einzige ist. Ach doch, da. Cyber-Psycho. Mach das, was ein Psycho. Cyber-Psycho sind. Ist wieder ultimativ spannend. Nein, wir machen jetzt noch keine Aufträge. Erstmal das da. Guck mich nicht an. Verschlossen. Alter, was ist denn das für ein? Oh. Hm.
Das ist so ein schlechter Schatz. Das Ding ist so ein übelster Terror-Rucker. Wie lange ist das Flur, wie langsam? Ist das? Jetzt kommt die Kippe um. Okay. Das sieht nicht gut aus, sehe ich auch so. Halt das, damit er sich anbauen lassen. Schon krank. Wir mit Infos finden. Ah, noch mehr. Nö. Was ist jetzt hier mit Infos oder wie? Ja, die Mucke könnte langsam mal aussehen, nach uns. Ja. Schicke Regina eine Nachricht. Ach mal. So halt. Nachrichten. Regina. Ah, wo ist sie? Lebt er bestimmt? Okay, der hat ja noch geatmet. Oh, was soll denn? Ich habe jetzt hier nicht vor, drei Tage zu texten. Schön. Gut. Was? Das war auch eine NCPD-Mission? Ich hab's noch nicht gedacht. Da ist noch eine Nebenmission. Robotdog. Naja, das mit den Rennen hat Zeit. Dann guck ich mich doch mal hier um, oder? Zieh ich mir doch den Quatsch mal rein. Dann muss schon dabei sein. Aber das ist ja keine schöne Jenka. Das sieht ein bisschen sehr vermüllt aus. Wie ich ihn jetzt hier lande. Sind das jetzt Feinde oder Freunde? Hallo, hübsche. Oh, krieg ich was? Nee.
lassen. Vielleicht sollten wir mitmachen. Okay, jetzt müssen es vor allem die hier eigenes wissen. Ist das eine Fangfrage? Es ist doch eine Party hier, oder? Für geladene Gäste. Und geladen ist, wer die Flagge respektiert. Also hau ab! Reg dich ab. Ich will nur etwas Spaß haben. Bier trinken, eine rauchen. Hältst du das für ein verdammtes Nachbarschaftspicknick? Schön, du bist ganz schön aggro. Was ist denn los? Probleme mit deiner Alten? Hast einen Clown gefrühstückt, was? Willst du mal richtig lachen? Wir wollen alle mal lachen, Walker. Alle haben Spaß. Bisschen wie 4. Juli. Wäre ein Jammer, wenn ich gerne berichten müsste, dass uns jemand diesen schönen Tag versaut hat. Ja, ich will ja schon gut. Okay. Also, Jun, geh, trink, amüsier dich. Feier dein stattliches Ergebnis. Haltet ihr hier so eine Art Wettkampf ab? Ja, wir schießen. Ich mach mit. Tja, Pech für dich. Wir wollten gerade aufhören. Was? Habt ihr Schiss, dass ich euch fertig mache? Hast du nicht immer mit denen du hier redest? Ha? Ich war dreimal an der Front. Dreimal. Ich hab Kampferfahrung. Bleib cool, Walker. Was hab ich vorhin gesagt? Wir wollen nur etwas Spaß haben. Wenn du uns was beweisen willst. Nur zu? Könnte lustig werden. Ja, die Leute reden. Wir lassen uns die Regeln. Kein normaler Schießwettbewerb. Aus einem scharfen Blick, aber einem noch stärkeren Kopf. Warum denn das? Weil wir vor jedem Schuss eine Runde trinken. Auf Gunner, unseren neuen Boss. Das klingt gut. Muss ich sonst noch was wissen? 4 Stationen. Du schießt innerhalb der Zeit auf die Ziele mit Holds Gesicht. Je mehr du triffst, desto besser. Derzeit hält Walker den Rekord. 43 Punkte. Wenn du ihn schlägst, Jackpot! Na, probier ich doch einfach mal rum. Schießen wir Holt in Stücke. Dachte ich mir. Sahst schon wie ein Großmaul aus. Mal sehen, was du drauf hast. Nimm diesen Revolver. Nur Schüsse damit werden gezählt. Wir testen hier Können, nicht Tech. Geh zur ersten Station. Wir fangen an, wenn du soweit bist. Hals- und Beinbruch. So, und auf wen muss ich schießen? Na komm schon! Komm schon! Trink! Oh, scheiße, wer ist denn hier Holt? Ist das doch Holt oder was? Bah. 12 Sekunden, los! Bleib beim Schießen hinter der Linie! Sonst wirst du disqualifiziert! Halt! Zeit ist um! Nächste Station! Scheiße. Kann ich das wiederholen? Oh, das ist doch blöd. Ich war etwas unkonzentriert. Hey, hey! Erst der Wodka! Dann schießt du Holt ab. Ich sag's dir, Mann. Der Wind. Usch. Das hätte ich getroffen. Ich hätte beim ersten Schuss schon richtig abgemacht. Was zur Hölle ist das? Frostschutz? Ist doch egal. Schieß, du hast 12 Sekunden. Wenn du nicht vor der Linie stehst und schießt, bist du draußen. Mein Finger ist abgerutscht. Du hattest deine Chance, Rudy. Das ist nicht fair. Und stopp! Nächste Station! Wurm und Neune. Wo ist denn? 46. Du musst ja quasi überall mindestens die 12 holen. Aber doch nicht mit der Kackwaffe, ey.
Okay, da. Ist doch voll die behinderte Knarre. Weg mit dem Scheiß, auf Gunner! Alter, ja, Muni. Du hast 12 Sekunden! Los, los, los! Bleib hinter der Linie! Hier wird nicht geschummelt! Ja, genau, nachher. Stopp, letzte Station! Okay, so geht's. Scheiße. Na, das hätte Slaven auf einmal machen sollen. Ach, Mist. Können wir jetzt da hin? Das ist ja doof. Noch eine Runde, trink! Ich glaub, ich muss kotzen. Boah, das ist ja pisswarm. Was denn sonst bei der Hitze? Schieß, 12 Sekunden. Denk an die Linie! Ein Schritt zu weit und du bist raus! Die Zeit ist um, das war's. Geh dein Ergebnis checken. Ach nein, weil ich die erste verkackt habe. Scheiße. Das ärgert mich jetzt. Was war denn jetzt los? Deja de esconderte como una gallina y pelea! Gibt es dafür jetzt einen Grund, dass sie jetzt hier angreifen, oder? Was ist denn jetzt hier los? Hier tote Hose, keine Musik mehr, keine Scheiß. Wollen wir mal sehen. Ja, ich hab's verkackt. Zweiter Platz. Gar nicht mal übel. Sieh mal einer an. Scheinst ja doch ganz brauchbar. Und für den Gewinner. Mit Glückwunsch von Gunner. Manu. Und jetzt, lasst uns trinken! Sixth Street! Sixth Street! Das ist ja blöd. Wie kriege ich jetzt die Knarre da? Ja, nicht ist. Oh, Mann. Das ist ja fies. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen gemein. Jetzt habe ich hier so eine Kackknarre ausgerüstet. Guck mir das schon mal an. Was ist denn jetzt hier eigentlich mein Motorrad? Stand das hier nicht irgendwo? Muss halt rufen. Da ist es ja schon. Nee. Kampf, ich bin hier bloß reingefahren. Oder mögen mich die Jungs allgemein hier einfach nicht? Den CPD-Auftrag haben wir auch schon wieder. Punkt, wo ich damit ansetzen kann, hä?
Ist ja gut. Wollte ich... Hey, psst, da kommt jemand. Bin ja nicht blind. Und jetzt halt's Maul. Aha. Na, wartet. Ich muss noch mal kurz irgendwo hin. So, Jungs. Jetzt habe ich nur Zeit für euch. Was wollt ihr? Hast du dich verlaufen? Sorry, ich habe keine Karte. Hey, Rick, hast du eine Karte? Nö, hab mir Kippen draus gedreht. Und du? Wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also schönen Tag noch. Hm, was? Was ist denn im Aktenkoffer? Was, in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Hm, Dosen? Oder Flaschen? Wer weiß? Hm. Ja, gib ihn her. Sofort. Hey, hey, ganz ruhig, Boss. Wir können uns doch einigen, oder nicht? Komm schon. Ich wiederhole mich nur ungern. Worauf wartest du? Gib ihn ihm. Glaub mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Meine Sache sind. Ich fragte, wo? In den Müllcontainern, da drüben. Oh, scheiße, Josh. Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Ehrlich. Was, im Ernst? Und ich dachte, ihr werdet voll die erstklassigen Söldner. Zieht euch. Okay, nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal locker, ja? Okay. Oh nein, jetzt krieg ich das Scheißding nicht hinten raus. Mir fehlt ein Punkt. Oh, ich hab grad Punkte verteilt. Konntest du echt nicht das Maul halten, oder? Scheiße. Das ist jetzt natürlich ehrlich. Sehen wir mal, was wir hier haben. Scan, 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 scan. Das hier braucht er nicht mehr. Warum laufe ich so langsam? Hat das einen Grund? Ja, scheiß doch die Wand an. Was haben wir denn hier? Er hat ihn geöffnet! Nicht! Goldene Minarche für Kontolöschung. Okay, ist hier. Sieh an, was haben wir denn hier? Was? Zum Absturzort? Oh, was ist denn da abgestürzt? Oh, Kacke, Mann, wo ist das denn? Na gut, dass das nicht weit weg ist. Radio. War ich hier schon mal? Nö, nee, war? Ich glaube nicht. Mitten in der Pampa, ey. Einfahren können. Ach, egal. Wer weiß, vielleicht kann ich hier noch so einen Schnellreisepunkt mitnehmen.
Militär? Gerade? Na, ich hoffe, ich erlebe jetzt keine böse Überraschung. Aber schön, ich muss nicht zirkeln mit dabei. Das ist eine gute Pistole. Fühlt sich zwar komisch an beim Schießen, aber eine gute Pistole. Ach, da ist sie. Ja, gib mir all euren Kram. Ich will alles. Sind diese welche? Militech? Ah, okay. Der Moment der Wahrheit. Was ist hier abgestürzt? Mal sehen. Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Brancesi 2021. Ohne Titel, Nummer 18. Öl auf Leinwand. Perlen vor die Säue. Echt, ey. Was? Sieh an. Johnny Silverhand, der Kunstkenner. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Eine Ex von mir hat gemalt. Vollpsycho, wie alle von denen. Aber was die mit meinem Pinsel gemacht hat, oh, nicht in Worte zu fassen. Bitte, versuch's erst gar nicht. Aber was hatte das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendeine Bonze hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Warst du jemals da? Pach, mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Träum weiter. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in 0, nichts Schlange stehen. Da waren Gemälde drin, ja. Oh, haben wir hier draußen noch irgendwas anderes? Ja, es ist eine Schnellreisestation, aber ansonsten ist hier draußen nicht viel los, wa? Warum sind immer alles hier so sehr hoch? Das sieht neutral aus. Und da wollen wir auch noch hin. Ja. Was ist das hier eigentlich für ein Gebäude? Na, das sieht etwas unspektakulär aus. Schnellreisepunkt. Hammer. Ja, mal noch kurz gucken, was hier ist. Warum renne ich so langsam? Ich überfüllt? Nö. Komm ich hier rein? Nö.
haben wir wieder irgendwie klar. Da war noch eine Leiter. Na komm, das gucke ich mir noch an. Na klasse, nichts. Gut, schön sind, dass meine Zeit verplempert. Ziel auswählen. Da? Ja. Jetzt ein Riesenhaus müsste das jetzt werden, oder? Ja, das Gebäude wird es doch wohl werden, oder? Voll die kuriose Straßenüberführung. Hätte man ja auch gerade fahren können. Ich hätte mir ein Fahrzeug nehmen sollen. Ah, naja, so ein kleiner Spaziergang. Kann ja nicht schaden. Na, ist auch nicht ganz Ritter. Was ist das für ein Truck? Hier sowas wie eine Art Industriegebiet ist. Aber was die hier zusammengebaut haben, muss man schon sagen. Echt. Ja, ich werde es wohl jetzt schaffen. Ich höre schon mal eine Schießerei. Kann doch nicht sein. Hörst du einfach nur. Ah. Die Hightech-Waffen. Ich will alle anderen Kram. Liegt aber auch toll da. Wozu war das jetzt hier gut? Gibt's hier irgendwas? Das war ja auch jetzt kein NCPD-Auftrag. Mal kurz scannen. Ist ja irgendwo was? Ja, anscheinend nicht. Na gut. Ja. So viel zum Thema schöner Wohnen. Oh, interessant. Oh cool, ist ja hier noch falsch umspringen hier ist. Comicers. Cool. Der kommt einfach ran vor. Should be off the clock by 5. They keep you on call? Shit luck.
Ich weiß auch nicht, ist das der Knilch aus der Serie? Hat er doch auch irgendwo ziemlich, irgendwo noch in den ersten Folgen? Hat er sich doch auch da so ein Cyber-Psycho? Okay. Got us a cyber psycho. Raise that pack now. Okay, das war cool. Was zur Hölle ist das? Eine Frage nach David Martinez. Aha. Ja, das war doch definitiv der komische Knilch aus der Serie, den sie da kurz irgendwo gezeigt haben. Finde ich witzig. Diese kleine Überleitung. Schreibe Smuyama El Capitan Reis seine Nachricht. Um Gottes Willen. Eine Nachricht. Mhm. Komm, antworte mal. Kann vor, ich weiß nicht viel darüber. Daniel aus Santos. Mhm. Ah, das hier war wirklich schöne Verbindung zur Serie. Finde ich nett. Das ist schön. Ja, klar. Ja klar, wäre witzig, wenn man den finden kann. Na, dann melde ich später mal wieder. Das war's es. Okay, das war witzig. Bis nach einem Tag mit Infos. Aha.
Alle wollen immer, dass man einen Tag wartet. Das ist ja furchtbar. Wie? Oh, da haben wir noch eine Mission. Na komm, wenn wir schon mal in diesem Nebenmission-Ding sind. Was ist Mr. Santos? Weil wie groß das eigentlich alles ist. Schon heftig. The Manufactory. Bis bald. Und grüße deine Schwester von mir. Klar doch, wenn ich sie sehe. Sie muss ziemlich reinhauen bei der neuen Arbeit. Was ist ein Notebook? Ist das nicht der Name von... Hast du ein Bier da? Foragner aus Vikings? Sorry, Boss. Bier ist nicht. Was dann? Vielleicht was mit Aprikosengeschmack? Was? Ein paar Kunden haben sich über Schluckauf beschwert. Aber das ist gelobt. Passiert dir das oft? Moment, mein Boss. Brad! Hey, Brad! Boss, kannst du mir helfen? Das sind ein paar Halbstarke, die hinter mir her sind. Für dich sind die ein Klatz. Ja, ja. Ich kann ja mal mit ihnen sprechen. Geh vor. Danke, danke, Boss. Also, mir nach. Haben wir sie noch alle? Finger weg von meinem Motorrad. Aber Dali! Glaubst du, wir spaßen? Verrat hat seinen Preis und du zahlst mit deinem Bike. Gehst immer noch um Shenna? Sie hat sich entschieden und ihr solltet stolz auf sie sein. Stolz? Die Hure hat sich an einen Konzern verkauft. Das wird sie büßen. Was ist dein Problem, du Wichser? Das hier geht dich nichts an. Nee, nicht noch so eine Konzernratte? Ihr rächt euch an den Konzern, indem ihr einen Straßenhändler ausnehmt? Sehr schlau, wirklich. Lasst ihn in Ruhe. Was, wenn nicht? Kieferbruch, Schädelbasisbruch oder gleich eine Kugel. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wenn du so viel auf den rattenfickenden Verräter gibst, dann kannst du ja gleich mit ihm zusammensterben. Oh, Brad, das ist der Typ, von dem alle reden. Der von den Toten auferstanden ist. Weißt du, wie viele Typen der schon kalt gemacht hat? Der ist nicht normal. Ja, überlegt's euch. Oh, Scheiße. Folgt der uns? Ist denn ein Chip durchgebrannt? Danke, Boss. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Okay. Wie wirst du los? Alles klar? Bei mir? Na sicher. Die scheiß Straßenkötter sollen sich mal nach einem neuen Hobby umsehen. Große Klappe. Nichts dahinter. Na dann, komm mal wieder vorbei, wenn du in der Nähe bist. Ich gebe dir auch einen saftigen Rabatt. Mach ich, Boss. Danke. Nett. Okay, ich muss das loswerden. Verkaufst du Klamotten oder bettelst du? Kann man schwer erkennen. Bettelst du, sagen alle, such dir einen Job. Hast du einen Job, machen sich alle drüber lustig. Was denn jetzt? Ja, hast nicht ganz Unrecht. Was verkaufst du hier? Alles, was du siehst. Och, um Gottes Willen. Aber irgendwie auch nicht richtig Gescheites. Aha, ikonisches Schema. Achso, das habe ich ja. Ach, mein Weg blöde. Stimmt, da könnte man ja auch mal kurz wieder schauen, ob ich da ein bisschen was machen kann. Ja. Guten Kram will man immer haben. Cool, na, ich habe gleich noch Vorteilspunkte gekriegt. Gut.
Karten. Ich muss mal voller und ach, Journal. Ich werde auf die Karte glotzen, Mensch. Finde den Ring in Arayo. Ich fahre sehr hoch. Der ist bestimmt recht derb, oder? Jetzt haben wir hier eine Verbrechensmeldung. Wo sind die? Guck ich mir das kurz mal an. Ist ja gleich in der Ecke. Ich habe kein 7A mehr. Scheiße. Das ist jetzt natürlich blöd. Ach komm, einfach rin. Triff den Abschaum, wo es weh tut. Komm, lass uns kämpfen. Ja, Mann, das treffe ich dir nicht mehr. Wie ist denn? Noch einer. Mann. Tommy, wir verlieren Leute. Ach nee. Achtung, ich komme. So, Beweismaterial. Gebt mir all euren Kram. Ach, ihr lebt ja noch. Wie süß. Neues Level. Gut. Was haben wir denn jetzt hier noch so Schönes? Was gleich noch einer in der Nähe ist. War doch hier gerade. Okay. Na gut, bin ich nicht böse drüber. Kleiner was abgeschlossen. Schön. Nee, das ist mir alles noch ein bisschen. Aber da ist doch noch eine. Das ist jetzt aber wohl ein ganzes Stück. Oh, ich wollte hier gerade auch noch springen. Puh. Was hier jetzt passiert? Nimm ich mir das hier mal? Ja.
Oh. Ich jetzt? Schön die Straßen sicher. Oh, ich bin nur hier in die Tür gefahren, Leute. Ist kein Grund, jetzt hier Panik zu schieben. Was ist irren drauf? Was kann ich dir bringen? Was heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Was ist denn ein Calavera Felix? Ich nehme mal einen Spunken Monkey, bitte. Keinen Kaffee. Ich nehme lieber einen Spunky Monkey. Alle mal herhören. Das ist ein Überfall. Mr. Ölfleck hinterm Tresen. Ja, du! Fresse zu und Hände schön hoch, dass ich sie sehen kann. Der Rest bleibt, wo er ist und bewegt sich kein... Steht aber jemand gerne im Mittelpunkt. Welchen Teil von Fresse halten hast du nicht verstanden? Da will wohl jemand der Erste sein. Portemonnaie her, schön langsam. Wie kommt's eigentlich, dass du noch lebst? Solltest du nicht das Maul halten? Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Ich kannte solche wie euch. Alle tot, weil keiner von denen wusste, wie ich drauf bin. Netter Versuch, aber du bluffst. Willst mich verarschen? Ich hab schon mit Maelstrom und Arasaka getanzt. Ficker wie euch, vernasch ich zum Frühstück. Ihr sterbt, ehe ihr auch nur den Abzug gedrückt habt. Fuck! Lass uns abhauen! Okay, ich hab eine gute Überzeugungskraft. Seit Jahren hatte ich keinen Überfall und jetzt das? Wo ist die Sixth Street, wenn man sie braucht? Gott sei Dank warst du hier. Bestell, was du willst. Geht aufs Haus. Na komm, gib mir einen Drink. Ich nehme einen Drink. Was kann ich dir bringen? Was heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Kaffee gibt's auch, ja. Aber brauch's gut. Das bringt etwas Bewegungstempo. Verringert die Treffsicherheit. Och, Obst. Ist gratis. Ja. Was alles gratis ist. Kann ich auch alles mitnehmen von dem? Müsste man jetzt mal testen, wa? Das ist schön. Wenn ich dafür nicht bezahlen muss, finde ich das geil. Weißt du, dann hätte ich eigentlich bei anderen ja auch nicht so drauf geachtet. Wer weiß, was mir da schon entgangen ist. Ja, ich plündere ja den ganzen Laden. Ich will alles. Cool. Naja, zumindest habe ich ein bisschen was im Inventar. Na denn, adieu. Neues Item erhalten. Oh, psst. Zwielichter Alltag. Aufdrehe. Och, ja, alles hier fahr sehr hoch. Das ist ja heftig. Ah, die hat sich wegen ihren Rennen aber auch noch nicht gemeldet, wa? Apartment. Ist hier eine Schnellreisestation in der Nähe? Nö, war jetzt mal wieder klar. Oh doch, drüben ist da einer. Och, bin ich blöde.
Na, dann gehe ich doch erstmal bei mir eine Runde pennen, dann verstreicht doch da die Zeit. Oh, Kacke, welches war denn jetzt meins? Das hier, wa? Ach, ich hatte ja noch eine zweite Bude. Ich hab auch mir mal angucken können. Habe ich die Bude noch? Ja. Gut, 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 gut. Dann machen wir doch hier mal ein Nickerchen. Ja, gleich die vollen 24. So schön. Eben mal bis zum Mittag. Früher muss ja auch nicht sein. Plötzlich ein Auftrag. Nee, achso. Ich hatte ja was markiert. Melde dich wieder da, das ist klar. Bist du mir? Kann ich die jetzt auch verfolgen? Ja. Qualifikationsrennen. Okay, zum Rennen im Stadtzentrum. Ist das jetzt zu weit? Oh, nee, scheiße. Komm, gucken wir mal hier. Ja, ist ja am Arsch der Welt. Ist denn da kürzer? Oh, drei Qualifikationsrennen. Das wäre irgendwie... Muss das denn jetzt so aussehen? Ich hoffe, der Spaß ist leicht. Mal Rennen in diesen Spielen, GTA, allgemein Overworld spielen, ist eigentlich immer scheiße, macht selten Spaß. Oh, hier die etwas besser betrunken. Jetzt hier? Von Martin und Luther King oder was? Was ist das jetzt interessant? Mann, wie weit weg ist denn das? So, was denn schon wieder für ein organisiertes Verbrechen? Ja. Arasaka. Okay. Sag mal, so weit weg sah das doch ja nicht aus. Kann man ja jetzt nicht mehr. Wechseln erstmal drei Stunden rumzulatschen. Und das ist klar. Jetzt taucht natürlich hier so eine Schnellreise-Dings auf. Na. Und nun? Ah, ich musste mich hier hinstellen, um Claire zu rufen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Claire, kommst du? Ich bin schon da. Super. Ich auch gleich, versprochen. Na, okay, also, cool. Bis gleich. Dahin? Ah, Sekunde. Welches Auto willst du? Weiß nicht, deins sah cool aus. Deins. Okay, die Bestie schnurrt schon. Schon unterwegs, bis dann.
Ja, mit meiner Karre würden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Na denn, setzen und warten. Ja, alles klar. Wann? Hey, du den Verband wechseln? Ich hab ein Bündel auf dich gesetzt. Verlieren gibt's nicht, klar? Guck mal, Samson. Frischfleisch. Wäre peinlich, gegen sowas zu verlieren. Chill mal, der fliegt doch in der ersten Kurve raus. Was hältst du von dem? Voll das Treiben? Was machen wir hier eben auf Fast and Furious, oder was? Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich was zu sehen. Was hältst du davon? Tja. Haben die Bullen kein Problem damit? Wenn sie kommt, sehen keine Probleme, wenn ihnen genug Eddies die Sicht versperren. Eddies lösen echt jedes Problem, Irgendwelche Tipps vorm Start? Schön den Fuß auf dem Gas lassen. Mein Job ist es, die anderen zu bremsen. Unterm Strich gewinnt der Schnellste dieses Rennen, nicht der mit der dicksten Knarre. Schnell fahren, alles klar. Oh, nimm diesen Splitter. Okay. Wir müssen alle Checkpoints erwischen, sonst sind wir disqualifiziert. Wenn du noch chillen willst, mach das. Ich bin beim Auto. Wann geht's los? Auf dem Splitter ist alles drauf. Einfach mal drauf losfahren. Du kannst nicht an einem Stück zu mir zurückschaffen. Verstanden? Ich liebe dich! Ich habe schnell zu gehen. Ja, ich habe mit dieser Bude hier nicht gerade das idealste Auto. Jetzt verpasst nicht eure Chance. Das erste Eliminierungsrennen. Alle bereit? Und wenn schon, Rückzieher gibt's jetzt nicht mehr. Schnallt euch an, betet zu euren Göttern und frisst Staub. 3, 2, 1. Du klingst überrascht. Erster Platz. Ich bin nicht überrascht. Es ist nur... Der erste Platz, ich weiß. Warten wir kurz an der Ziellinie. Alter, was ist jetzt hier los? Alles klar. Sind die jetzt alle mich hingefahren? Ihr seid doch ein paar Bekloppte. Alter, an der Ziellinie, wollt ihr mich verarschen? Ey, wenn das jetzt nicht mehr geht, Leute, kann ich das jetzt hier irgendwie abbrechen? Weil das hier wird nämlich gerade nichts, so wie ich das sehe. Das ist jetzt Mist passiert, wenn ich hier laden mache. Wo wäre denn der nächste? Wo gehe ich das hier mal? Oh, mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Ich hoffe, der Fehler bleibt nicht bestehen. Das wäre jetzt schon ein bisschen uncool. Oh, jetzt muss das nochmal vorne ist. Nee. Oh, nein. Oh, das ist doch kacke. Ich will das nicht nochmal fahren. Oh, okay, das frustet jetzt mal übelst. Jetzt muss ich den Scheiß hier wirklich nochmal machen. Das ist doch asozial. Okay, jetzt den ganzen Scheiß hier nochmal machen. Boah, hab ich da jetzt einen Bock drauf. Letzte Wetten jetzt! Verpasst nicht eure Chance! Dabei habe ich doch schon gewonnen, ja. Das erste Eliminierungsrennen! Alle bereit? Und wenn schon, das ist doch kacke, sowas. Gibt's jetzt nicht mehr. Schneid euch an, betet zu euren Göttern und frisst Staub! 3, 2, 1. Ja, komm, jetzt scheiß mal. Ja, lass mich vorbei luschen. Ja, war der vorhin nicht so schnell? Nee.
schön hier am Nico. Tja, toll, da ballert die da rum. Das bringt irgendwie gar nichts. Scharfe Kurve! Festhalten! Ja, hier bin ich vorhin ziemlich vom Weg abgekommen. Das habe ich schon mal besser hingekriegt jetzt. Wenigstens ein bisschen was. Nee. Achtung, einer hinter uns will rammen! Soll er doch kommen! Hier wird nicht gerammt und vor allen Dingen schon gar nicht von hinten. Mal gucken, vielleicht wird ja meine Zeit diesmal ein bisschen besser. Das Auto könnte auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit vertragen. Scharfe Kurve! Festhalten! Nee. Aber diesmal bleibe ich bisher die ganze Zeit erst. Schön. Das war vorhin nicht so. Jetzt erstmal eine Weile lang nur den Pfeil nach. So wie immer weiter! Beschwör's nicht! Ich hoffe nur, die schmeißen mich da nicht nur raus. Wie vorhin. Sind fast da. Na, krieg ich's unter 3 Minuten hin? Wie und Claire, unsere Sieger. Was hier haben sie mich von Rohr geschmissen. Wir haben gewonnen. Die machen das nochmal. Erster Platz. Du klingst überrascht. Erster Platz. Ich bin nicht überrascht. Jetzt schubt mich nicht brauchen, sonst dreh ich durch. Der erste Platz, ich weiß. Warten wir kurz an der Ziellinie. Zur Sicherheit. Alles klar. Ah, gut. Hier sind sie Freunde. Voll in mich rein gefahren, haben mich ins Wasser geschmissen. Machst du es ja, für komm. Die Eddies? Den Sieg? Den Ruhm? Warum fährst du? Es ist, als wärst du besessen. Gewinnst du nicht gern? Tja, weiß ich nicht. Hängt davon ab, was es zu holen gibt und was zu verlieren. Ja, der Preis kann hoch sein. Du meintest, dein letzter Fahrer ist fort? Lass uns nicht darüber reden. Okay, wieso nicht? Soll ich dich mitnehmen? Okay, ja, jetzt okay. Steht das Auto hier. Dann fahren wir. Ich habe gewonnen. Na denn, mal gucken, was hast du denn zu sagen, Meister? Ja, schönes Lied.
Schön. Das war doch eine schöne, entspannte Fahrt. Und dann steigst du aus und dann kriegst du hier eine, die auf der Bank sitzen kannst. Super. Das Lied war auch schön. Ich glaube, ich muss mir mal den Soundtrack von Cyberpunk besorgen. Hat ein paar echt schöne Lieder. Warum hat der jetzt so? Sind wir denn hier überhaupt? Alles bloß so weit weg. Was machen wir denn? Das ist auch noch eine Mission. Erstmal den etwas einfacheren Kram. Das hier ist alles. Hier fahr hoch, hoch, hoch. Das ist da hoch, aber das hier liegen, wa? Dann machen wir das. Aber eben in der Fahrt war schon cool. Die Stadt hat echt eine schöne Atmosphäre. Muss man sagen, gefällt mir. Ich hoffe, ich muss später keine Motorrad drin machen. Das wäre echt ungeil. Hey, wie? Es gibt eine Hetzseite im Netz gegen Weldon Holt, den Bürgermeister. Naja, vorläufigen Bürgermeister. Oder wie auch immer es ist, ja bald war. Oh Mann, Politik. Wie Schlammkettchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Na, wo ist die Ritschleichen hier? Schön leise ausschalten. Gerade schon wieder so unheimlich. Da kann ich ihn ausschalten. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Ah, sind auch welche. Geht nicht, scheiße. Ich kann mich nicht verbinden. Einiges an Arbeit vor sich. Ich meine, deine Mutter. Oh, das war knapp.
oben. Na, ja, komme ich von hier aus irgendwie hoch? Nee, ja, scheiße. Du siehst mich nicht. Ah, die anderen standen aber auch blöde. Was ist das hier? Breach-Protokoll. Ich habe das nie so richtig verstanden, was das sein soll. E9 WD habe ich ein C. Na, da wird es wohl nicht viel mitschleichen. Ah, diese Tech-Waffen sind eigentlich ganz cool. Ich stürze mal dieses komische viereckige Bildschirmgeflecht da. Das irritiert ein wenig. Was? War das jetzt einfach mal so nebenbei One-Hit-Kill? Scheiße, was hat das Ding denn geballert, Mann? Ja, so jetzt auch. Das ist nicht genau, was er da drauf hat, oder? Irgendwas, verdammt! Und bloß vorsichtig. Das Ding hat mich ja gerade eben schon mal so übel gekillt. Oh, was soll ich jetzt machen? Kaputt. Gut. Das hätten wir schon mal. Oh, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was mich vorhin getötet hat. Na. In den Kram. Ich mach's doch schnell. Oh, hier hat's mich von weggelehnt. Nicht bloß nicht. Du Wichser! Meine Leute verdienen mich! Oh.
Genau, halt mal die Fresse. So macht man das. Schön, jetzt haben wir ja auch einen Kram im Stau. Na, das machen wir gleich. Na, was jetzt hier schön ist. Okay. Terminal verlassen. Na, ja, zumindest ein paar Komponenten gekriegt. Achso, schließen. Ah, gut. Wir nageln ein Arschloch an die Wand und schon ist ein neues da. Politik ist doch immer. Schön, und wieder ein Auftrag erledigt. Virus in den Servern eingeschlagen ist wie ein verdammter Asteroid. Danke dir und Auftrag erledigt. Oh, und schon ein neues Level. Vorteile zurücksetzen? Kann man noch später die Attributspunkte zurücksetzen oder? Ja, ich wäre nämlich eher meisten. Ist das hier? Was soll das hier sein? Ach so, damit ich das hier freischalten kann, brauche ich noch mehr. Ist noch nichts Neues. Ist natürlich blöde. Gebrauchshüter nehme ich nicht auf. Oh, die Herstellungskosten von Items. Das nehmen wir mit. Fenrir. Oh, Alter. Können wir ja noch ein paar Upgrades machen? Blockiert. Ach, da fehlen Komponenten. Ah. Was ist das hier? Kann ich das hier upgraden? Ah, da geht auch wieder was von dem Zeug weg. Nö, das spare ich mir. Hier, Zeitschriften? Was haben wir denn hier so Schönes? Wo? Okay. Autos, Mode. Etwas, was ich nicht benennen möchte. Karte. Bevor wir uns zu sehr an Sinnlosigkeiten hier verlieren. Der war auch sehr schwer, ja. Ah, jetzt nur noch hoch, weil ich ein bisschen stehen bin. Ah, siehst du? Oh, hier, Rückholaktion. Hier?
Was war denn jetzt die Planche, ne? Ich muss da irgendwie runter. Wie, mein Lieber? Du musst für mich etwas aus einem Tiger Claws Casino besorgen. Ich weiß, dass du das auf die Reihe kriegst. Die Informationen schicke ich mit. Lies sie dir gut durch. Ja. Kann ich einfach so rennen, ohne dass sie jetzt auf mich ballern? Ja, anscheinend. Moin. Moment. Der Eintritt kostet was. Ach, wirklich? Natürlich tut er das. Mhm. Viel Spaß. Na, ich hoffe, ihr bietet auch ein bisschen was. Okay, die sind erstmal alle bis an die Zähne bewaffnet. Das ist erstmal nicht cool. Alter. Die haben es mit dem Untergrundcasino aber echt wirklich in einem. Ja, Elysion da. Ja. Besser als nichts. Wenn ich sie nicht gleich wieder ausgegeben hätte, ja. Casino-Büro. Weiß nicht mal, wo das sein soll. Ist das hier ein Klo? Oh, verlinkt. Ja, so langsam kriege ich doch glaube ich den Dreh mit dem Scheiß raus. Aber jetzt brauche ich... Ne, jetzt habe ich es verkackt. Nein! Ist dann ein E9 dabei? Ne, da aber. Epische Quick-Hap kommt hin. Ist das hier das Männerklo? Vortex hat wenigstens die Maschinen Ja, ey, oh Mann, was drängt jetzt nicht hier vorbei? Jetzt noch? Ich wollte mir das da angucken. Blöde Kuh. Was haben wir noch für Spiele? Virtual, ach, das war mit Plätze, oder? Ich würde doch aber jetzt witzig, wenn ich das andere ausspielen könnte. Mhm. Wo ist denn überhaupt das Büro? Mhm. Was ist das Breach-Protokoll? Der hat mich jetzt gesehen, Alter. Das ist natürlich blöd, wie komme ich da jetzt am dümmsten drin? Funktioniert denn das ja mit denen? Der mich jetzt hier nicht verfolgt.
Ein bisschen vorsichtig machen. Oh, Scheiße. Das kostet aber alles so viel. Oh nein. Junge. Vielleicht willst du aufpassen, wenn du irgendwo rinschleichen willst. Durchballern wollte ich mich ja jetzt hier eigentlich auch nicht. Kacke, wie krieg ich die da jetzt abgelenkt? Mir wird man da jetzt nicht erzählen, dass das alle mitgekriegt haben. Ich war noch extra leise jetzt. Schön durchschlichen mit das Ganze. Na gut, hätte ich das nächste Abwechslung auch mal hinbekommen, ohne hier mit dem Trouble auszulösen. Schön. Ah, Müll. Hauptsache Müll. Na, wo schickt es mich denn hin? Ah, hier, komm. Nehmen wir das Motorrad gleich mit. Bevor ihr eh noch mich ballert. Missionsitem hinterlegen. Na, krieg ich jetzt noch einen Anruf? Ich habe gehört, dass Vortex Splitter unterwegs ist. Du hast mich nicht enttäuscht, Vi. Und dir deine Belohnung verdient. Der Auftrag ist erledigt und ich überweise dir dein Geld. Der Auftrag ist erledigt? Junk. Doch, habe ich aber nicht viele. Warte mal, schnell hier Inventar aufräumen. Nee, wir finden überall diese alten blöden Kabel. Ist natürlich blöde.
Alles klar. Nächster Auftrag. Ach, da ist er gleich noch näher. Da boxen wir uns doch dahin durch. Hä? Ja. Was? Kommst hier nicht mal mehr? Wehe, du sagst mir jetzt hier was zu. Wo bin ich denn hingesprungen? Was ist das? Okay, was gibt's denn hier noch? Netrun, Riesenstiefel. Okay. Alles finden kann. Ne. Oh, das muss ich mir doch noch kurz angucken. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, waren das doch legendäre, oder? Thermal, Chemie. Ja, na ja, klar. Es war ein bisschen weniger Panzerung, aber. Klar doch. Ja. Da noch mehr? Gewöhnlich. Oh, nicht besonders gut. Schöne Atmosphäre. Okay, Wunder, dass es auf der PS4 und sowas total verbuggt war. Wenn sich das alles anguckt, ist ja eine Menge Scheiße, die gleichzeitig läuft. Da ist doch die Olle vollkommen überfordert. Ist creepy? Liebe stirbt in Night City. Männer betrügen ihre Frauen, Frauen ihre Männer. Dann trennen sie sich und lästern übereinander. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das ist heutzutage kein bisschen anders. Aber keine Angst, V. Diesmal kannst du einem kürzlich Geschiedenen helfen. Er heißt Mr. Gutierrez und verlässt sich auf uns. Seine Ehe ist nicht mehr zu retten. Aber vielleicht kannst du die Schecks besorgen, die seine Frau hat mitgehen lassen. Details anbei. Okay. Ich dachte, die sind schon ewig ausgestorben. Na, dann gucken wir mal, ob man doch die Schecks finden kann, ne? Bisschen beengt hier, hier am Schluss an dem Ding. Hallo? Wie hoch sind wir denn? Bis zum 12. Meine Fresse. Ist das der Tod und scheidet? Was war nur die Ehe? Sicher, was haben wir hier? Der Linke. Bleib unbemerkt.
7a, 1c, 1c. Da. Ich muss unbemerkt bleiben. Hier hängt doch bestimmt auch irgendwo eine Kamera, oder? Boah. Oh, das ist das blöde Ding angemacht. Das ist natürlich bescheuert. Ja, ich hab doch keinen Alarm ausgelöst. Na gut, das war's dann wohl mit den Unbemerkten. Den brauchen wir auch keine Rücksicht mehr nehmen. Der 54. Jahrestag der AHQ-Katastrophe steht nun kurz bevor. Im Jahre 20. Der mich jetzt so erschrecken. Komponenten. Wo? Scheiße. Und die haben so einen Wachschutz. Na, noch einer, oder? Ist jetzt hier auch einfach mal Schluss. Okay. Ich hatte zwar vor, mich durchzuschleichen, aber ist nicht ganz geglückt. Ich komme aus dem Gebäude. Ui. Na komm, oh, dauert echt ewig, ja. Guten Abend, die Herren. Was ist denn da liegen? Ach, gleich da drüben. Das machen wir doch. Nilfgaard. Mr. Gutierrez hat auf Diskretion bestanden. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Aber Diskretion bedeutet nicht, den Alarm auszulösen. Merk dir das für die Zukunft. Passiert, Auftrag erledigt. Absicht. Du
Bloß wenn der in seinem Wohnzimmer quasi eine halbe Festung hat, er ist nützlich da machen. Was ist der Quatsch denn hier? Und dann haben wir hier noch was in der Nähe, noch was Kleines. Gucken wir das da noch an. Ja. Das eine machen wir noch. Na, wo ist mein Moped? Was war das? Cool. Dann seid prima. Der Kamera nicht. Na, wo führt es mich denn hin? Den Anhang an und geh zu der angegebenen Adresse. Dort übernimmst du ein Auto von Sergei Karasinski. Damit fährst du dann zu den Tiger Claws. Nur mit dem Auto, nicht mit Sergei. Alles verstanden? Das hoffe ich doch. Wieso ahne ich da jetzt nichts Gutes? Würde mich doch nicht wundern, wenn da eine Bombe drin ist, wa? Bakako schickt mich. Ah, mein Ritter ohne Furcht und Tadel. Ich heiße Sergei. Wie? Oh, dann nenn mich einfach S. Ja, S. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Wie hast du die Tiger Claws verärgert? Ah, das war nur ein kleines Missverständnis. Klar. Da war dieser Typ. Sah normal aus. Bart, braune Schuhe, nichts Besonderes. Hatte auch einen kleinen Hund. Gospodi, welcher Killer läuft mit einem Köter rum? War das Missverständnis, dass du ihn umgebracht hast? Schlimmer, viel schlimmer. Bah, hab schon zu viel gesagt. Ja, jetzt muss ich doch gerade also so ein bisschen gut, gib an mir die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffnet auch von innen, zur Sicherheit. Der Wagen ist das Geschenk? Ist nicht einfach nur ein Wagen, aber grob gesagt, ja. Fahr ihn einfach dorthin und die erledigen den Rest. Und verlasse das nicht! Ich verlasse mich auf dich! Na, dann will ich doch ja nicht wissen, was hier drin ist. Solange wie es kein Stift ist, bin ich erstmal beruhigt. Verschlossen. Oh. Rollen. Runter, Lars. Na, Kofferraum öffnen. Guck ich mir das mal an. Oh, du bist nicht er. Gott sei Dank. Schnell, lass mich raus, bevor er kommt. Kofferraum schließen. Nein! Lass mich raus! Ich bezahl dich! Ja, du bist ruhig. Immerhin habe ich einen Killer mit. Ne, hat der Typ einen Killer vereiert. Das können wir nicht machen. Die Karre fertig, Mann. Richtig klug. Ich dachte schon, die anderen sind scheiße. Das Ding. Dun, 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 dun.
ist lang da. Ey. Mach hier keine Kratzer in meine Autos. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich hab nichts getan. Ich hänge fest. Wäre das jetzt auch so passiert, oder? Heile. Schön vollpumpen. Shotgun ist es ja auch nicht gerade sehr mächtig. Nö, also ein Shotgun ist es ja auch echt übel mager. Wenn aus solchen Entfernung erwarte ich quasi schon, dass es den komplette Schuh auszieht. Aber naja, man kann anscheinend nicht alles haben. Wer bist du? Wieso legt sich ein Konzern-QA-Typ mit den Tiger Claws an? Was jetzt dir sein Sprachding kaputt ist? Ist kompliziert. Komm raus, ich meine Meinung ändere. Du hast den Job von Wakako, oder? Ich bezahle es. Sie verliert keinen Eddie und du auch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet du dich von dem Konzern im Kofferraum kaufen lässt. Du bist voller Überraschungen. Aber wer am meisten zahlt, bekommt, was er will. Damit meine ich nicht Sergej. Nein, er wurde leider von jemandem überboten. Was jetzt wohl aus ihm werden soll? Quid pro quo. Quid pro quo. Auftrag erledigt. Solange wie ihr mir jetzt nicht in die Quere kommt, ist da erstmal alles vollkommen in Ordnung. Na, das haben wir jetzt alles durch. Ja. Gut. Dann werde ich das nämlich auch genau an dem Punkt hier quasi mal beenden für heute. Und dann, naja, vielleicht bis zum nächsten Mal.